einerseits ist es sicher eine Herausforderung, so ein bisschen auszusortieren, zu überlegen, was wollen wir nicht nehmen, was brauchen wir nicht mehr. Es ist vielleicht auch eine Chance, mal wieder über die Bücher zu gehen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die letzten 3 Jahre jetzt da in einem Provisorium gehauset, das eigentlich ja nicht als Arztpraxis konzipiert war. Es hat immer wieder so ein bisschen wechselnde Gegebenheiten gegeben, vom Bau her. Es hat sehr viel Baulärm gegeben. Von dem her freuen wir uns natürlich wahnsinnig, ist definitiv umzuzügeln. Also Permanas gibt es schon seit 23 Jahren. Es ist die erste Permanas in der Deutschschweiz. Ich glaube, in der Westschweiz hat es schon eine vorgegeben. Es ist eigentlich aus dem herausgekommen, dass die Ärzte eigentlich nicht mehr Notfalldienst mitmachen, sondern dass Patienten auch am Wochenende Möglichkeiten haben, reinzulaufen. Und Medbase hat es vor 4 Jahren übernommen. Jetzt haben wir umgebaut und jetzt freuen wir uns auf die grosse Eröffnung. Man muss wissen, die SBB hat hier allein am Standort 180 verschiedene Mieter. Und die irgendwie zu koordinieren und zusammenzuhalten, dann ist es klar, dass nicht jeder 50 extra Runden und Ausnahmen darf machen. Und die machen das super. Sie haben eine Mieterkoordination gehabt, die unser Ansprechpartner war. Für sie haben es am Schluss geschafft, da so etwas Tolles anzubringen. Also die Zusammenarbeit war super mit der SBB und der Mieterkoordination. Da sind wir sehr dankbar. Ich rechne mit 4 bis 5 Sattelschleppern voll, dass man weiss, was wohin muss am Schluss. Ist glaube ich, das Schwierigste. Und da haben wir unsere Methoden und Möglichkeiten, um das gescheit anzuschreiben, dass wir es einfach noch überbringen können, reinstellen und dann wird es wieder ausgepackt. Aber wir werden das in 2 Tagen gemacht haben. Ja. Die Herausforderungen sind schon sehr vielseitig, aber wir sind extrem erfahren. Dieses hier wird jetzt das 41. Zentrum werden. Viele Helfer im Hintergrund, die das sehr wohl organisieren. Also ich finde es einfach wunderschön, unsere beiden Innenhöfe, die wir haben. Es gibt ganz viel Licht, hell. Es war sehr spannend, um das so zu bauen. Die Räumlichkeiten sind einfach spektakulär. Diese Mischung aus alt und supermodern, dass diese alten Elemente erhalten sind und wir trotzdem eben modernste Technik einbauen konnten, das gefällt mir besonders gut. Also ich finde es nebeneinander von alt und neu einfach wahnsinnig schön. Einerseits die alten Mauern, die einfach ihren Charme haben. Auf der anderen Seite das viele Licht, das Glas, hat wirklich sehr schöne Elemente. Ich freue mich sehr auf das neue Team. Wir sind zusammengestellt aus bewährten Mitarbeitern aus dem Zahnarztzentrum, auch ein paar neue. Und dass wir so ein tolles Projekt machen dürfen, zusammen mit den Kollegen dann auch aus der Medbase. Und dass wir dann zukünftig sicherlich ein großes Team werden. Ich denke, vom medizinischen Alltag her, das wird sich wahrscheinlich nicht wesentlich unterscheiden von dem, was wir jetzt schon machen. Ich hoffe aber, durch die kürzeren Wege und auch durch unsere Prozessoptimierungen, die wir vielleicht noch machen können, dass wir die Effizienz noch ein bisschen steigern können. Und sonst freue ich mich einfach auf motivierte Mitarbeiter und eben auf die Zusammenarbeit mit der Zahnarztpraxis. Ich denke, das ist auch für unsere Patienten ein Mehrwert.